Wir haben jetzt sehr viel gehört von Preisen, von Transformationen, von der klassischen Welt des Publizierens. Und Sie sehen, ich habe schon die Jacke ausgezogen. Ich finde das total spannend. Mir ist schon ganz heiß geworden. Nicht nur, weil es vorhin im Plenarvortrag so warm war. Und ich hoffe, es wird jetzt noch ein bisschen heißer in der Diskussion nachher, auf die ich mich sehr freue mit Ihnen. So sieht es aus oder so sah es aus, als ich noch in meiner eigenen Laufbahn als Forscher am Forschungszentrum Jülich in die diversen Bibliotheken gegangen bin in Aachen oder in Jülich. Man hatte viel Papier, man hatte meistens den Freitagnachmittag reserviert, um zu recherchieren, wirklich in den einzelnen Zeitschriftenbänden zu blättern. Und wir haben gerade gehört, das einfachste Rezept, noch mehr Geld zu machen oder noch mehr Inhalte zu verpacken, um es mal positiv zu formulieren, ist noch eine Zeitschrift zu gründen. Und ich habe vorher mal nachgeguckt, es gibt, glaube ich, inzwischen 20.000 gelistete Zeitschriften mit einer ISSN im Bereich STM, also Scientific Technical Medical, und es werden immer mehr. Gut, okay, das ist der Weg, das war der Weg, und ich fand es aber immer sehr lästig, da zu blättern bzw. später online zu recherchieren, denn innerhalb der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, war das passé. Dann ging man an seinen eigenen Rechner und blätterte quasi dort. Am Ende des Tages ist der Workflow, über den wir die ganze Zeit sprechen, wenn wir wissenschaftliche Zeitschriften betrachten, immer der gleiche. Er war immer der gleiche, er ist immer noch der gleiche bei 99% der Zeitschriften, die Sie kennen und die ich kenne. Man hat ein Manuskript, man hat eine Zeitschrift sich ausgesucht vorher. Ich habe jetzt mal als Physiker Physical Review genommen. Das ist eine der bekanntesten Zeitschriften in der Physik. Und dann ist ein Verlag, der den ganzen Workflow regelt, wie wir jetzt gelernt haben oder wir erfahren haben, der die Manuskripte dann entsprechend bearbeitet. Und wenn es dann angenommen worden ist, erscheint dann hoffentlich mein Beitrag irgendwann in einem Zeitschriften-Issue, meistens nach Monaten, weil so lange dauert der gesamte Prozess nun mal mit der Qualitätssicherung, das Peer-Reviewing, Typesetting und so weiter. Und am Ende des Tages haben wir auch darüber gesprochen, dann landet der Beitrag in der Bibliothek. Und ich habe mal eine ausgesucht, die hat mir architektonisch sehr gut gefallen, weil ich, wie gesagt, so häufig jetzt nicht mehr physisch in der Bibliothek bin. Ich nutze das Angebot einer Bibliothek elektronisch, aber um diesen Workflow zu beschreiben, so sieht es aus. Jetzt irgendwann ist der Beitrag oben links dann lesbar, fertig, und Sie werden zugeben, so läuft es heute meistens auch noch, egal ob digital oder nicht digital. Das heißt, wir sind noch etwas verhaftet offensichtlich in diesem Workflow im Print-Zeitalter. Und muss ja nicht schlecht sein. Es hat 50 oder 100 Jahre oder noch länger gut funktioniert. Und warum nicht so weitermachen? Und nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wir Physiker nennen das immer Gedankenexperiment. Das ist ein schönes englisches, deutsches Wort, was Einstein eingeführt hat. Wie könnte man es denn anders machen? Denn wir haben jetzt eine fantastische Situation bei diesem Zyklus hier. Wir haben die Situation, die wir in keiner anderen Industrie weltweit haben, nicht mal bei Google oder bei einem Automobilhersteller, der sehr viel Geld verdient, dass wir Kunden, Produzenten und den Ingenieur in einer Person haben. Wir haben die Autoren, die Leser und die Gutachter, drei Rollen in ein und derselben Community. Ich selbst war als Autor von, weiß ich nicht, 20, 30 Fachpublikationen in dieser Rolle tätig. Ich war bei Physical Review Gutachter, ich war in der anderen Rolle tätig und ich habe, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, sehr viele Zeitschriften auch selbst recherchiert und gelesen. Fantastisch. Kann man aus dieser phänomenalen Situation nicht ein neues Konzept entwickeln? Denn es gibt ja inzwischen das Internet, es gibt digitale Medien, es gibt soziale Netzwerke. Ich musste mir das auch von meinen Kindern vor ein paar Jahren mal zeigen lassen, wie denn Facebook funktioniert. Ich habe gedacht, naja, das Teufelszeug, ich benutze das heute auch kaum. Aber ich habe verstanden, wie es funktioniert. Und habe gesagt, na Mensch, warum nicht so etwas mal übertragen auf Publikationen, auf das Publikationswesen, auf die Community der Wissenschaftler, auf das, und da sind wir wieder bei der Transformation, auf die Kommunikation von Wissenschaftlern. Denn Publizieren ist doch nur eine Manifestation dessen, wie man früher, wo es nicht anders ging, dann etwas in Stein gemeißelt hat, nämlich die Ergebnisse seiner Arbeit, die man von A nach B transportieren musste physisch, weil ansonsten man nur auf einer Tagung sich vielleicht gesehen hat oder nur per Telefon sich austauschen konnte. Das braucht man doch heute alles nicht mehr. Warum nicht einfach mal auf die grüne Wiese gehen, zu unserem Gedankenexperiment, und überlegen, wie könnte das anders aussehen? Denn wir haben es jetzt auch gerade gelernt, es ist ja sehr viel Geld im Spiel. Und ein Punkt, die Frage gefiel mir gerade ganz gut, ist nämlich, muss so viel Geld im Spiel sein? Kann man nicht, und ich weiß, dass das einige Forschungsinstitutionen oder auch Förderinstitutionen ja auch sehr nachhaltig prüfen,
ist dieser Kostenansatz, der gewählt wird für Open Access, für Publikationen, für Subskriptionen, denn überhaupt nachhaltig? Oder ist er, so wie ich es in einem der zahlreichen Verlage, wo ich gearbeitet habe, wo wir es mal gemacht haben, einfach mal um das herauszufinden, wir haben gesagt, naja, was kosten denn die Subskriptionen für alle unsere Zeitschriften pro Jahr? Was verdienen wir damit? Dann teilen wir das durch die Anzahl der Artikel, das ist eine einfache Rechnung. Was kommt dabei raus als Open Access Gebühr, wenn 100% der Beiträge in dem Verlag Open Access wäre? Und da kam eine Zahl raus, die Carol Beckes wird mich jetzt korrigieren, ich weiß es nicht mehr genau. $7,000, das ist schon so lange her. Und da haben wir alle gesagt, um Gottes Willen, das ist ja viel zu teuer. So einen Preis können wir niemals nennen in den 2000er Jahren. Und dann haben wir uns, glaube ich, auf $2,500 geeinigt, so als erst Best Guess. Also so verlief die Preisbildung. Ich glaube, nicht nur bei dem einen Verlag, sondern auch bei allen anderen Verlagen, zumindest die ich kennengelernt hatte, war das so. Ist ja erstmal ein Ansatz, aber es ist nicht nachhaltig. Warum kann man nicht von den Kosten her kalkulieren und dann dem Kunden, dem Leser der Bibliothek oder demjenigen, der halt die Kosten nach übernimmt, nämlich die öffentliche Hand am Ende des Tages, das berechnen, was vernünftig und nachhaltig ist. Und das bezieht sich eben jetzt genau auf die Frage, die wir eben diskutiert haben. Egal ob Subskription, egal ob Open Access, am Ende des Tages muss das Geld irgendwo herkommen, muss bezahlt werden. Und wir wissen alle, es gibt das Problem hier mal aufgetragen in den Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften seit 1980, was wir als Zeitschriftenkrise kennen, ist jetzt Eulen nach Athen tragen, die Preise pro Zeitschrift, die hier durchschnittlich aufgetragen sind für die unterschiedlichen Fachbereiche, haben sich in den vergangenen 20 Jahren überproportional entwickelt und das geht nicht parallel, nicht linear zu der Anzahl der Artikel. Die Anzahl der Artikel pro Jahr sind ungefähr 4-5% im Bereich STM, sagt zumindest die STM-Organisation selbst in ihrem Bericht, über viele, viele Jahre. Das heißt, die Preise dürften nicht so überproportional angestiegen sein, wenn es nur mit der gestiegenen Anzahl der Artikel verlaufen sollte. Umgekehrt, hier ein Chart vom Wellcome Trust, ein ganz aktuelles. Wie haben sich denn die Open Access Preise entwickelt? Wir haben gerade ein paar Zahlenbeispiele auch wieder kennengelernt. Da sind wir auf vierstelligen Zahlen unterwegs. Teilweise jetzt auch bei Neugründungen werden dann 3.000, 4.000 Pfund aufgerufen pro Artikel für Gold Open Access. Sie sehen, inzwischen ist diese einfache Rechnung, die wir damals gemacht haben, vor 10 Jahren eben weiter diversifiziert. Für einige Zeitschriften nimmt man mehr Geld, deutlich mehr Geld. Das geht hier, wie man sieht, bis zu 7.000 Euro pro Artikel, je nach Zeitschrift. Und bei anderen Zeitschriften, wo man nicht so viel nehmen kann, in Anführungszeichen, sind wir mit ein paar hundert Euro oder Dollar schon dabei für einen Gold Open Access Beitrag. Das ist auch viel Geld und eben hier ist auch die Frage wiederum der Nachhaltigkeit. Ist es gerechtfertigt, 7.000 Euro oder 4.000 Pfund oder Dollar für einen Open Access Beitrag zu nehmen? Am besten nochmal $1.000 extra, damit er CC BY ist. Finde ich zumindest nicht so plausibel. Aber gut, man kann ja über alles diskutieren. Dafür sind wir ja hier. Was ist unsere Ausgangslage? Nicht? Wir haben es jetzt gehört. Viel zu viel Geld im Spiel, man beklagt sich darüber, es ist zu teuer. Umgekehrt, Open Access wird allenthalben auch politisch weiter gefordert, wird auch gefördert, ja, und umgekehrt, die Gruppe der Community, die Community, über die wir sprachen, die drei Rollen in sich vereinigt, beklagt sich immer mehr darüber, naja, wir machen ja das alles umsonst, wir schreiben die Artikel, nicht, wir machen die Qualitätssicherung selbst als Peer-Reviewer, aber am Ende des Tages, was haben wir denn davon? Die fühlen sich nicht anerkannt. Da sind wir wieder beim Thema Anerkennung, Reputation. Das wird sicher morgen nochmal ein Thema beim Stichwort Impact-Faktor oder alternative Formen der Bewertung von wissenschaftlicher Leistung morgen Nachmittag in der Session 8. Das sind Fragestellungen, die wir haben, umgekehrt. Und jetzt sind wir wieder beim Workflow. Das Verfahren dauert zu lange. In vielen Disziplinen dauert es zu lange, weil 3 oder 5 Monate zu warten, bis der Beitrag irgendwo peer-reviewed vorliegt, das wird als ja, Quellen langsam empfunden. Ich hatte neulich einen Mathematiker getroffen von der FU Berlin, der hat gesagt, naja, sein Beitrag wäre jetzt 2 Jahre beim Verlag und er hätte noch nicht mal einen Gutachterreport zurückbekommen. In der Mathematik wäre das alles etwas langsamer, aber selbst 2 Jahre wären für ihn dann auch zu viel und inzwischen hat er seinen Beitrag als Preprint längst woanders hingeschickt, seinen Kollegen geschickt, damit die sehen, was er gemacht hat. Ich sage, ja, wie zitieren die das? Sagt er, ja, das ist ja genau das Problem. Das findet er alles sehr unausgewogen, dieses ganze Verfahren. Herr Dickwitz, Andreas Dickwitz von der Humboldt-Universität in Berlin hat das neulich sehr schön im Tagesspiegel zusammengefasst. Die Journals als solche, als
Zeitschrift, Container, wie er das nannte. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Braucht man solche Silos, um Inhalte in einem interdisziplinären, in einer interdisziplinären Welt aufzubereiten? Oder ist es etwas, was aus dem Printzeitalter kommt, was wir gerade besprochen haben, wo man sich auch einfach mal was Neues überlegen kann? Am Ende des Tages in Stein gemeißelt, die Artikel sind statisch. Ich weiß, dass Max Planck vor einiger Zeit ein sehr interessantes Konzept gestartet hat, Living Reviews. Warum ist Wissenschaft statisch? Nein, der Diskurs ist niemals statisch. Der hat manchmal gar keinen Anfang und gar kein Ende. Warum bilden wir das denn nicht auch ab in dem, was wir publizieren, in dem, wie wir kommunizieren? Wir sind immer noch in unseren Gedanken im Printzeitalter und ein PDF ist auch nichts anderes als ein in Stein gemeißeltes Dokument. Warum nicht Versionierungen zulassen? Warum nicht Diskurs zulassen? Und zwar mit jeder Minute, die weiter der Diskurs vorangeht, das abbilden. Das sind alles Fragestellungen und der Economist hat das neulich mal zusammengefasst, etwas plakativ, how science goes wrong, klingt gleich ganz schrecklich, aber es steckt was drin, weil wir wollen Alternativen suchen zumindest, als Alternative zu langwierigen, aufwendigen oder intransparenten Publikationswegen, weil wir auch sehen, es gibt im Moment wenig oder gar keine direkte und vor allem transparente Interaktion zwischen den Wissenschaftlern, aber der Wissenschaftler, zum dritten Mal jetzt, steht doch im Zentrum dieser ganzen Kette dessen, was wir hier besprechen heute. Wie sieht wissenschaftliches Publizieren heute aus, beziehungsweise wie kann es im 21. Jahrhundert aussehen? Die Fragen haben wir besprochen und unsere Aufgabe oder unsere Idee mit Science Open war es jetzt, eine mögliche Lösung zumindest skizzenhaft erstmal aufzuzeigen. Die Lösung kann sein, wir gehen von einem Netzwerk aus, einer Community, wie das so schön auf Neudeutsch heute heißt, und stellen in dieser Community alles das dar, was wissenschaftliche Kommunikation ausmacht. Auch Publikation im Sinne, wie wir es kennen. Ja, jetzt werden Sie sagen, der Grossmann, der spinnt, der hat heute Mittag irgendwas Komisches gegessen, das ist doch alles Unfug, utopisch. Wie soll das funktionieren? Andererseits, und wir haben ein paar Namen auch schon in den verschiedenen Vorträgen heute genannt bekommen, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass darüber nachgedacht wird. Beginnend mit PLOS oder BMG, wir haben so viele verschiedene Initiativen oder auch Open Access Initiativen in den letzten 10 bis 15 Jahren kennengelernt, die eben unterschiedliche Aspekte dessen, was ich gerade beschrieben habe, zumindest versuchen darzustellen. Und man sieht, je neuer sie sind, desto stärker nähern sie sich dem, was ich gerade beschrieben habe, zumindest in einzelnen Ansätzen. Was sind die Unterscheidungsmerkmale dieser Anzahl? Ich habe jetzt nur mal 20 gerade gezeigt, dieser Open Access Initiativen oder verschiedenen Ideen. Es geht einerseits um Repositorien, andererseits geht es um reine Linklisten wie das Directory of Open Access Journals oder es sind reine Open Access Journals erst einmal, die in bestimmten Kategorien weiter in der Physik oder Chemie tätig sind. Es sind Mega-Journals oder es sind eben Netzwerke. Das ist unser Konzept, was ich jetzt beschreiben möchte. Und die Lösung in so einem Netzwerk sähe vor, dass wir eine einzige Plattform haben, die zum Austausch zur Verfügung steht, Austausch der dezentral liegenden Daten. Denn es gibt genug Speichermöglichkeiten, genug Repositorien, wo Daten liegen. Da sollen sie auch liegen bleiben. Aber ich möchte sie vernetzen, ich will sie zusammenbringen und zwar für alle Fachbereiche. Denn wenn ich in der Nanotechnologie was suche, dann möchte ich nicht in der Chemiezeitschrift nachgucken, weil ich ein Chemiker bin und verpasse dabei vieles, was in der Physikzeitschrift steht oder möglicherweise in medizinischen Beiträgen geschrieben worden ist, weil es eben um bestimmte Medikamente geht, die Nanotechnologie einsetzen, um den Wirkstoff irgendwo in den Körper zu bringen. Das ist Stichwort Silo, Stichwort Container von Herrn Dickwitz. Das brauchen wir meiner Meinung nach nicht mehr. Und vor allem, was ich sehr wichtig finde in der Wissenschaft, nicht nur ich, sondern der Wissenschaftler wird das, glaube ich, unterstützen, ist Diskurs. Davon lebt die Wissenschaft seit Jahrhunderten. Wo ist der Diskurs bei einer Zeitschrift in der klassischen Form? Den hat man anders abgewickelt, den hat man auf Tagungen abgewickelt oder dem Letter to the Editor, das ganz klassische Medium. Aber das braucht man heute auch nicht mehr. Ein offener und transparenter Diskurs wäre in so einem Netzwerk sehr leicht zu bewerkstelligen. Das heißt, wir wollen mit Science Open ein Research and Publishing Network entwickeln oder ausprobieren. Es ist experimentell. Ich bin ein Experimentalphysiker und so könnte das aussehen oder so sieht es aus. Sie können es sich ja im Netz auch angucken. Wir haben verschiedene Beiträge, die eben dort importiert sind. Wir haben verschiedene offene Quellen erstmal testweise verwendet. Wir haben zum Beispiel die ganzen Inhalte von PMC hier
importiert der letzten 3 Jahre. Wir haben als anderes Beispiel ein Repositorium verknüpft, das ist das AKF, und so haben wir 1,3 Millionen Artikel hier vorliegen. Das heißt, wir haben statt jetzt vieler Zeitschriften und vieler Verlage die Möglichkeiten von Web 2.0 eingesetzt, um eben in dieser Datenbank, wie so eine Art Regenschirm, in dieser Datenbank suchen zu können. Ich kann umgekehrt Verfahren einsetzen, um nachträglich zu kommentieren, zu begutachten oder eben den Diskurs, wie es ein Mitglied unseres Editors Board neulich sagte, das ist nicht Begutachtung, für ihn ist es Diskurs, ein Verbesserungsvorschlag, eine Ergänzung zu einem Beitrag, der schon publiziert worden ist, zu machen. Wichtig ist die Transparenz. Statt anonymer Begutachtung, Transparenz, und ich meine, da sind ja auch einige Initiativen und einige Verlage ja genau in diese Richtung schon gegangen. Man sieht den Gutachterreport, wir gehen noch einen Schritt weiter. Es ist also wirklich nur transparent, nur nicht anonymes Begutachten möglich, und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, wirklich ein Netzwerk, ein offenes Netzwerk zu schaffen. Ich komme gleich noch auf das Geschäftsmodell, weil ich ja extra darum gebeten wurde, wie sieht denn das aus, und weil es ja auch wunderbar passt zu der Fragestellung des letzten Vortrags. Ja, schönes Bild, auch nur ein Teil der Disziplinen, die wir da auch im Moment auf der Seite haben. Es sind 22 verschiedene Fachrichtungen von Architektur bis Zoologie prinzipiell möglich, aber bevölkert haben wir es nur über die Quellen, die ich Ihnen gerade genannt habe, und dadurch eben knapp 2,2 Millionen Autoren im Moment hier auf dargestellt. Keine Angst, die sind da nicht alle registriert, aber die sind halt über die Metadaten miteinander verknüpft, erschließbar, und mehr als 1 Million Artikel sind im Volltext und als PDF dort einsehbar. Haben wir jetzt das weiterentwickelt, das Konzept? Wir haben gesagt, einerseits ist es ein Inhalteaggregator, wie ich es gerade beschrieben habe. Einfach Inhalte, offene Inhalte, nur über die Metadaten durch verfügbar machen, indizierbar machen, durchsuchbar machen. Hier ein Beispiel einer Suche, das ist jetzt die einfache Suche, aber man kann das dann noch sehr viel subtiler machen in Zukunft. Dann habe ich die Möglichkeit, das eben beschriebene Begutachtungsverfahren anzuwenden. Wir verwenden das Post-Publication Peer Review, also nach dem Posten des Beitrages oder der Veröffentlichung, wie man klassisch sagt, kann begutachtet werden, und zwar sofort eben nach der Veröffentlichung. Oder man gibt nur eine Art Stempel, das hat mir gut gefallen als Wissenschaftler, eine Art +1 in Anführungszeichen. Man kann auch einen einfachen Kommentar schreiben, I like this paper because for the first time it describes und so weiter. Das heißt, wir versuchen wirklich alle Möglichkeiten der Interaktion hier einzubauen. Wie gesagt, immer nur öffentlich, transparent, keine versteckten Namen. Also ich kann nicht als Mickey Mouse 123 da jetzt irgendwie über meinen Kollegen herziehen, sondern müsste das dann als Alexander Grossmann auch offen machen. Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben Transparenz, wir haben auch eine sehr einfache Visualisierung, aber wenn man möchte, kann man das in voller Schönheit, wie Sie das aus wissenschaftlichen Zeitschriften kennen, den kompletten Report anschauen, die Kategorien genau bewerten, sich anschauen, warum ist jetzt zum Beispiel die Completeness nur 4 Sterne statt 5 Sterne. Das wird weiter dann nochmal sehr ausführlich beschrieben, wenn Sie auf den Report, der ja offen zugänglich ist, gehen. Umgekehrt haben wir natürlich Profilseiten der Wissenschaftler, nämlich der Wissenschaftler, die sich registriert haben über ORCID. Wir verwenden ORCID als Einstiegsseite, weil es ist wir sind einer der ersten Partner von ORCID gewesen vor 1,5 Jahren, weil wir das Potenzial erkannt haben, hier eine unabhängige Basis für Daten von Autoren, von Wissenschaftlern zu verwenden, und es wird automatisch geupdatet, was auf ORCID verändert wird, ist hier auch bei uns reingezogen worden in das Profil. Ich zeige Ihnen das mal auf der nächsten Seite. Das ist jetzt mein Profil. Ich habe sämtliche Publikationen von mir dort importiert, und ich muss hier auf der Science Open Seite gar nichts verändern. Das kommt alles von ORCID. Und umgekehrt habe ich jetzt die Möglichkeit, natürlich auch Kommentare zu schreiben, Blogs anzulegen. Ich kann Gruppen gründen mit meinen Forscherkollegen auf dem Flur. Nicht? Statt denen irgendwelche E-Mails zu schreiben, kann ich mich mit denen einfach austauschen. Oder ich mache eine offene Gruppe, wo ich eben in der üblichen Form, wie Sie es von sozialen Netzwerken kennen, sich mich über ein bestimmtes Thema unterhalte, was eben andere Wissenschaftler an anderen Standorten auch interessiert. Und hier war zum Beispiel, habe ich es mal benutzt zum Thema Impact Factor, das war dann eine sehr interessante Diskussion, die daraus entstand, ein Blog geschrieben und dann eben entsprechend diskutiert mit Teilnehmern im Netz. Wie ist das Geschäftsmodell abschließend? Denn Sie werden fragen, ist ja schön, dass der Grossmann das jetzt da sein Geld zum Fenster rauswirft, und
Sie werden annehmen, es wird auch nicht ganz so einfach sein, so etwas mal auf die Beine zu stellen. Wir arbeiten da jetzt seit über einem Jahr dran. Seit Mai ist die komplette Publikationsstrecke mit allen Services und allen Leistungsmerkmalen, wie Sie es auch vom klassischen Verlag her kennen, das ist die gute Nachricht, verfügbar. Das erforderte natürlich auch einige Anpassungen und einige ja, sehr, sehr teilweise technisch knifflige Schnittstellen mit den Service-Providern. Language Editing, Copy Editing, all das ist bei den Leistungen, die wir anbieten, dabei. Und umgekehrt haben wir auch sogenannte freie Services. Die meisten von denen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, diese Leistungen sind alle kostenlos, weil es eben auch möglichst ein offenes Netz sein soll. Was kostet denn was? Kosten tut die reine Veröffentlichung. Wenn Sie am Ende des Tages entscheiden, dass Ihr Draft oder Ihr Entwurf, den Sie mit Ihren Kollegen zusammen erstmal in einer privaten Gruppe diskutiert haben, vielleicht schon mal ein oder zwei Fachleuten geschickt haben, auch im privaten Feedback gesammelt haben, noch mal ein bisschen dran geschliffen haben, das veröffentlichen Sie jetzt. Da haben wir das klassische Modell einer APC verwendet und ja, wie schon gesagt, Language Polishing, Copy Editing, Volltext XML, alles ist dann in diesem Preis enthalten, egal wie lang der Beitrag ist. Wir veröffentlichen keine Bücher, sondern es sind wissenschaftliche Beiträge, aber es können Negative Reports genauso sein wie ein Original Article, wie ein Case Report. Sämtliche Formen von Artikeln sind unabhängig von der Länge werden über einen Preis abgebildet. Und der Preis ist, um die Frage gleich vorwegzunehmen, immer 800 US-Dollar, nicht Euro, US-Dollar. Das geht nämlich. Wenn man die Bottom-up kalkuliert, so wie wir es gemacht haben, ich hatte Ihnen am Anfang versprochen, ich erkläre Ihnen, wie man es ja auch machen kann, Preisbildung nicht top-down, sondern bottom-up, dann kommen wir auf 800 US-Dollar als Mischkalkulation. Denn der vierseitige Beitrag kostet genauso viel wie der 50-seitige Beitrag in unserer Kalkulation. Und natürlich, Sie müssen keine zusätzliche Gebühr bezahlen dafür, dass der Beitrag CC BY 4.0 ist. Das ist unsere Lizenz, ohne Ausnahme. Ja, und die Idee ist, dass wir eben einerseits direkte automatische Abwicklung dieser Kosten oder dieser Bezahlung über ein Bezahlsystem auf der Seite machen oder eben, wie das ja auch andere Verlage ja mit bestimmten Institutionen schon verabredet haben, über einen Plan mit dem Institut mit den Instituten dann entsprechend nicht als Prepaid-Modell, sondern nur die tatsächlichen Kosten werden abgerechnet dann im Laufe des Jahres, sodass man wirklich auch nicht die Katze im Sack kauft oder irgendwelche Hosting-Kosten bezahlen muss. Es kostet nur so viel, wie man auch tatsächlich benutzt als Forscher. Zurück zur Transformation, denn da sind wir ja in der richtigen Session hier. Sind wir jetzt eigentlich am Anfang einer drastischen Veränderung im wissenschaftlichen Publizieren oder eher schon am Ende? Ich habe heute Morgen gehört, das Gold Open Access ist schon wieder out. Dann sind wir hier irgendwie fehl am Platze. Oder doch nicht? Oder geht es erst richtig los mit dem wissenschaftlichen Kommunizieren, Veränderungen im Dialog, im Diskurs und in 5 Jahren ist hier ein Wirbelwind durch die ganze Landschaft gerollt, was das wissenschaftliche Publizieren angeht. Meine Kollegen erschrecken schon von den Verlagen, aber die beobachten das ja genauso und sind ja, wie wir auch gelernt haben oder gehört haben, schon auch sehr, sehr intensiv dabei, ähnliche Modelle zu entwickeln, um eben ein bisschen auch in die Richtung zu gehen. Am Ende des Tages komme ich mir immer vor, wie auf diesem Bild. Wir reden teilweise immer sehr intensiv über sehr, sehr wichtige Fragen, politische Themen, formale Dinge, die uns sehr, sehr am Herzen liegen in diesem Moment, aber übersehen manchmal so ein bisschen die große, große Lage. Und das fand ich, als ich das Bild gefunden habe, sehr, sehr repräsentativ, weil irgendwas wird passieren. Ich glaube, darüber sind wir uns alle im Klaren und es wird sehr bald passieren. Darüber sind wir uns auch im Klaren. Das merkte man auch in der Tagung Anfang des Jahres der Verlage in Berlin, APE-Tagung. Da ist was in der Luft und zwar ziemlich, ziemlich greifbar. Es knistert schon. Man weiß nur nicht, wann der Komet oder Meteor, der da gerade auf dem Bild gezeigt ist, runterkracht, aus welcher Richtung er kommt. Und aber er wird kommen. Darüber sind sich alle einig. Und man verhält sich dennoch so wie die Dinosaurier oft und diskutiert dann über ganz andere Fragen. Gut, das war's auch schon. Und ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön. Herzlichen Dank für den interessanten Vortrag. Mein Name ist Christoph Koch von der Helmholtz-Gemeinschaft.
Was ich noch nicht ganz sicher verstanden habe, Sie heben am Anfang auf den Produktionsprozess ab und bei dem Services hinterher sprechen Sie ja von dem Vernetzen, was Sie anbieten. Wenn Sie vernetzen, dann würden Sie ja durchaus in Konkurrenz treten zu anderen Serviceanbietern, die auch Vernetzung anbieten wollen, wissenschaftliche Social Networks. Man könnte natürlich Ihre Plattform, und das würde ich eigentlich gerne geklärt haben, etwas enger und spezifischer auffassen, nicht als eine allgemeine Plattform zum Vernetzen, sondern als eine spezifische Plattform, auf der sich Leute zusammenfinden, die zusammen einen Artikel schreiben wollen. Persönlich würde mich erstmal überzeugen, aber vielleicht könnten Sie es nochmal erläutern. Dankeschön. Ja, danke für die Präzisierung. Im Prinzip haben Sie gemerkt, ein Nachteil des Konzeptes, was wir vorstellen, ist, dass es sehr umfassend ist. Und das grenzt uns auch eben ab von den anderen Initiativen, die ich auf der großen Folie gezeigt habe mit den 20 Logos. Aber Sie haben vollkommen recht, letztendlich liegt die Kerninnovation, wenn man das so bezeichnen will, genau um den Punkt. Es dreht sich am Ende des Tages, deshalb hatte ich auch das Workflow-Bild am Anfang als Einleitung gezeigt, doch letztendlich um Transport von wissenschaftlichen Ergebnissen, wissenschaftliche Kommunikation, die in irgendeiner Form festgehalten werden muss, also Publikationen. Und wie Sie richtig gesagt haben, dass die, meistens sind es ja mehrere Autoren, wenn man die Geisteswissenschaften jetzt mal nicht in den Vordergrund stellt, mehrere Autoren oder Autorenkonsortien, die müssen sich in einer vernünftigen Form, in einer effizienten Form miteinander austauschen können. Und da haben Sie vollkommen recht, das ist genau eine Kerninnovation hier. Das können Sie hier, und zwar in einem geschützten Rahmen, und zwar so übersichtlich, dass man auch noch nach 20 Ketten E-Mails, die man ja sonst schreiben müsste, weiß, wer was wem zu welcher Version des Papers gesagt hat. Ich fand das immer schrecklich, weil man dann nachher so 5 Handlungsstränge hatte. Irgendeiner antwortet auf die E-Mail, der andere hat die nicht gelesen und man hat nachher 4 Versionen eines Papers. Es war immer ein schreckliches Durcheinander. Letztendlich ist das zum Beispiel auch eine ganz große Stärke dieser Plattform im Verborgenen, bevor irgendjemand auf diesen Publikationsknopf drückt, den ich am Schluss gezeigt habe, der dann auch die Kosten nur noch auslöst oder die Kosten auslöst. Bis dahin habe ich die Möglichkeit, die Wissenschaftler zusammenzubringen, die möglicherweise voneinander vorher auch nichts gewusst haben. Das hatten wir auch schon mal den Fall, dass jemand sagte, ich wusste gar nicht, dass der in Australien an demselben Experiment arbeitet. Das ist aber interessant. Lass uns doch zusammen weiter an der bestimmten experimentellen Apparatur oder in diesem Aufbau arbeiten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber solche Effekte haben Sie natürlich hier, kriegen Sie hier quasi frei Haus geliefert. Das habe ich sonst nur auf einer Konferenz, wo ich zufällig jemanden treffe. Das habe ich nicht gesehen. Wer? Der große Vorteil von, soweit ich das verstehe, von Preprint-Servern ist ja, dass es vor der Publikation passiert und dadurch zumindest mit physikalischen Sciences sehr viel, eine große Anzahl von Kommentaren gibt. In Biowissenschaften bleibt es abzuwarten, ob das anfängt durchzugreifen. Sie haben nicht viel gesagt, wie viel Kommentare Sie überhaupt so im Durchschnitt erhalten auf Ihren vorher publizierten Papers, die 2 Millionen, die 1,3 Millionen Papers, die Sie haben. Genau. Und wie das sich verhält im Vergleich zu den neuen newly published. Genau. Also Sie sprechen das AKF zum Beispiel an in der Physik oder in der Mathematik, was wir ja kennen seit, ich bin ja selbst Physiker seit 18 Jahren und letztendlich endet das AKF genau an der Strecke, wo wir anfangen. Dort habe ich meinen Preprint, das ist noch nicht die finale Publikation und ich möchte jetzt diskutieren, ich möchte jetzt mit anderen mich austauschen, um Feedback zu bekommen, um dann möglicherweise die endgültige Fassung irgendwo einzureichen. Und das ist letztendlich aber auch genau der Ansatz, um Ihre zweite Frage zu beantworten. Die Seite ist erst in der vollen Funktionalität seit Ende Mai live und wir waren überrascht, dass wir bis jetzt schon ungefähr 25 Publikationen neu bekommen haben, von denen jetzt 10 oder 11 schon auf der Seite fertig sind. Die anderen, da fehlt noch die Abbildung. Also das ist das, was ich mit den Services meinte. Wir hauen da nicht irgendwas auf eine Seite, irgendeinen Roboter und dann sieht das aus wie Kraut und Üben. Also wir nehmen schon das als Leistung, was der Verlag auch üblicherweise anbietet, sodass es dann manchmal 1 oder 2 Wochen noch dauert, bis die jetzt noch 15 Publikationen auch auf die Seite gestellt werden. Kommentare. Die Kommentare kommen, wenn Sie mal nachher auf die Seite draufschauen, finden Sie zu den neu publizierten Beiträgen, die wir publiziert haben, mindestens 2
Gutachten, also nicht nur Kommentare, Gutachten, richtige Scientific Reports, Peer Review Reports pro Artikel. Da war ich selbst überrascht, weil ich gedacht habe, es dauert länger, weil die Seite kennt ja kaum noch jemand, also kennt kaum jemand. Warum soll da jemand freiwillig sich die Mühe machen, jetzt so einen Report zu schreiben? Und das ist jetzt eine ganz, ganz, ganz enge Statistik von 4 Monaten oder 3 Monaten. Aber es zeigt natürlich, in welche Richtung das geht und dass es zumindest in den Bereichen, wo wir schon etwas publiziert haben, auch angenommen ist. Die Frage, was es zeigt, Services, die schon vielleicht existieren, zum Beispiel Plus One, haben ungefähr 1,3 Comments pro Paper. Also Sie haben, ja, die haben natürlich eine viel... Und das würde nicht reichen, um Post-Publication-Peer-Review zu machen, die Art von Kommentaren, die man da liest. Also haben Sie irgendwelche Incentive-Strategien oder sowas und sowas? Ja, am Ende des Tages ist es eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Die haben wir uns natürlich auch gestellt. Ich glaube, es wird so sein, wenn Sie 100 Artikel haben in irgendeiner Disziplin oder zu einem speziellen Thema oder in einem Zeitfenster, ist ja jetzt egal, wird es nicht so sein, dass Sie für jeden Beitrag 1,3 Reports bekommen. Das ist ja auch nur ein Durchschnittswert. Sie werden zu einem Beitrag, vielleicht zu 2 von den 100, haben Sie 10 oder 15 Reports und noch mehr Kommentare oder noch mehr plus 1 oder auch minus 1. 50%, irgendeine Zahl genannt, werden nie einen Kommentar bekommen, werden nie eine gutachterliche Stellungnahme bekommen. Darin liegt aber auch die Stärke des Systems. Wie wollen Sie sonst aus 20.000 Zeitschriften mal der Artikelzahl, pro Jahr sind es im Moment 4 Millionen Artikel, die werden im STM publiziert, 4 Millionen Artikel und 50% Ablehnungsquote, das heißt, es sind 8 Millionen Beiträge, die irgendwo eingereicht worden sind. Wie wollen Sie denn da als normaler Mensch irgendwie durchkommen? Ich finde, dass die Statistik darin ist so eine Stärke. Ich gucke mir dann nur das Subset an, nämlich von den 10%, die wirklich heavily discussed sind, weil bei den anderen 50%, sorry, kann ich davon ausgehen, dass die möglicherweise nicht relevant sind oder ich habe auch gar keine Zeit, sie zu lesen. Es ist nicht, wenn genug Kommentare da sind, aber es ist natürlich, wenn es genau um die eine oder zwei sind, wird das sehr gefährlich. Richtig, genau. Deshalb, es geht nur mit großen Zahlen. Deshalb haben Sie gesehen, auch große Anzahl von Artikeln, die auch noch mehr werden. Genau. Kurz Transparenz, meinen Sie, das reicht zur Qualitätssicherung der Kommentare? Weil das ist natürlich sehr einfach, sowas zu gamen, besonders wenn es wichtig ist, auf Ihrer Plattform zu publizieren im Endeffekt. Natürlich kann man jedes System, egal wie hoch die Hürde ist, Cheating machen, aber hier haben wir so, wie ich ja sagte, ORCID gewählt und wir haben eine weitere Hürde eingebaut. Wir haben gesagt, bei ORCID kann man sich als Wissenschaftler registrieren, man muss sich authentifizieren, man muss sich sozusagen auch präsentieren mit seinen Publikationen und wir haben eine zweite Hürde eingebaut, wir haben eine bestimmte Anzahl von Publikationen in dem Fachgebiet vorgeschrieben, bevor jemand überhaupt einen Beitrag publizieren kann, weil da haben Sie vollkommen recht, sonst wäre das natürlich ein bisschen schwierig. Am Ende des Tages ist es auch erstmal nur ein grobes Raster, aber es wird natürlich noch moderiert, sodass wenn irgendwas völlig schief geht, man sofort natürlich eingreifen kann. Aber man muss natürlich auch erstmal Erfahrungen sammeln. Ja? Dankeschön. Danke, Herr Grossmann. Sehr interessante Geschichte. Damit lässt mein Name, TB Hannover. Ich habe so den Eindruck, dass diese Disruption des Publizierens, von der Sie reden, in den letzten Jahren ganz viel damit zu tun gehabt hat, dass Funktionen, die einstmals gebündelt waren in Journals oder bei Publishern, auf einmal entkoppelt sind. Ja, dass wir auf einmal ein Ökosystem haben, wo zum Beispiel Leute sich Gedanken machen, naja, wie könnte so ein Submission-System eigentlich aussehen oder wir machen jetzt mal einfach nur separaten System, wo man ein Open Peer Review macht oder so. Und das ist ja auch naheliegend in einer Landschaft, in der ich alles identifizieren kann. Ja, ich kann die Dokumente persistent identifizieren, neuerdings auch die Autoren, ich kann Versionsstände adressieren und so weiter. Macht es ja Sinn, das zu entkoppeln. Es gab vor 2 Jahren einen Artikel von Jason Preen, Decoupling the Scholarly Journal hieß der, glaube ich, der das auf den Punkt gebracht hat, ja, dass eigentlich die Disruption man auch so sehen kann, dass diese einstmals, er nennt das vertikal integrierten Journals, jetzt aufgesprengt werden in viele Funktionen. Und wahrscheinlich haben Sie recht, dass trotzdem die Integration immer noch eine Zukunft haben könnte, weil es hat ja diesen Aspekt auch der Bequemlichkeit, der Einfachheit. Was mich jetzt aber interessieren würde, meine Frage ist, sehen Sie sich selbst auch als Teil dieser Landschaft von modularen, nachnutzbaren Diensten? Entwickeln Sie Software für Ihre Plattform, die in Teilen von anderen nachgenutzt werden kann? Oder denken Sie, dass es eher ein kompetitives Geschäftsmodell sein muss und in Abgrenzung zu anderen Dingen, die passieren?
Das würde mich interessieren. Oh, das ist eine sehr gute, sehr interessante Frage. Und natürlich haben wir uns darüber auch schon Gedanken gemacht. Es gibt durchaus Überlegungen, jetzt greife ich sehr vor, aber wir reden hier offen miteinander und ich kann nicht Transparenz verkaufen und selbst nicht transparent sein, dass wir die komplette Software als Open Source bereitstellen. Weil wir sagen, jede Disziplin hat etwas andere Anforderungen. Das fängt ja teilweise schon beim Gutachterprozess, bei den Fragen, den Kriterien an, setzt sich weiter im Ablauf der verschiedenen Verfahren, auch im klassischen Peer Review fort. Nicht? Ich habe das ja auch kennengelernt bei den Zeitschriften, die ich betreut habe oder meine Kollegen betreut haben bei den verschiedenen Verlagen. Da sind so viele Facetten. Wir haben über Societies gesprochen, die, wie ich sehr gut weiß, eben auch bestimmte Anforderungen haben, die sich unterscheiden von der nächsten Society. Und das wäre, glaube ich, für jemanden, der als Solitär so etwas anbieten will, keine gute Strategie langfristig darauf zu beharren, es gibt jetzt nur noch den einen Schlauch, aus dem der Wein getrunken wird, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, bloß wir wollen natürlich eine gewisse Reife erstmal erreichen und nicht irgendwas Unfertiges, das ist ein Jahr alt jetzt, die Konzeption und wir sind ja noch nicht mal mit allen Features jetzt live gegangen, also in dem Moment, wo eine gewisse Reife erreicht ist, wäre das eine sehr interessante nächste Stufe zu sagen und jetzt bieten wir diese Möglichkeit der Weiterentwicklung, der Individualisierung den einzelnen Nutzern an, als nicht als Open oder zumindest von Teilkomponenten, wo es Sinn macht, weil wir ja auch auf lizenzierte Inhalte zurückgreifen, zum Beispiel bei der Suche. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den wir wirklich auch so schon diskutiert haben. Jetzt habe ich Ihnen hier Geheimnisse verraten, aber Sie haben die Frage gestellt. Muss ich jetzt auch ehrlich sein. Ja. Ja. Vielleicht eine schnelle letzte Frage. Die Frage ist vielleicht schneller gestellt als die Antwort gegeben. Sie sind ja nicht der Erste, der auf solche oder ähnliche Ideen gekommen ist. Wissenschaftler werden in Versuchung geführt, an ich weiß nicht wie vielen Stellen Profile anzulegen, sich zu präsentieren, Kooperationsmöglichkeiten, Online-Kollaborationsmöglichkeiten auf verschiedensten Plattformen einzugehen. Warum bei Ihnen zusätzlich? Als Argument für die, die schon bei Mendeley sind, die schon bei ResearchGate sind oder an anderen Stellen. Gut. Also gute Frage, schnelle Antwort auf das Profil, da haben Sie natürlich recht. Ich habe gesagt, wir nehmen ORCID, weil wir hoffen, dass sich das zu dem Standard entwickeln wird, aber es wird natürlich nicht so sein. Es wird immer die anderen Portale geben, die Sie genannt haben. Das ist jetzt nur eine Schnittstellenfrage. Wir haben im zweiten Rollout vorgesehen, bestimmte Schnittstellen zu, sofern die anderen das wollen. Aber Mendeley und so weiter wird das sicher unterstützen, dass man eben dem Forscher nicht zumutet, doppelt und dreifach irgendwas zu hinterlegen. Das würde ich auch nicht wollen, das fände ich ätzend, um es mal auf Deutsch zu sagen. Also da würden wir an der Stelle die Unterstützung geben und bei der anderen Frage ist natürlich, was wir anbieten, wie wir vorhin schon in der ersten Frage oder in der zweiten Frage diskutiert haben, es ist ja doch ein sehr umfassendes Konzept. Hier geht es nicht nur darum, dass ich als Doktorand irgendeine Frage stelle und ich kriege dann 5 nette Antworten. Ich hätte mir das als Doktorand auch gewünscht zu irgendeinem bestimmten Thema, weiß aber am Ende des Tages wie bei einem Blog nicht, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, hat der überhaupt Ahnung? So geht mir das zumindest als normaler Mensch manchmal, deshalb gucke ich da selten rein in sowas. Hier sehe ich eher so den Aspekt, so wie bei Wikipedia, viele Augen, nämlich die Community mit den 3 Rollen, sehen mehr als 2 Gutachter oder 3 mit dem Editor oder 5 Leuten. Ist ja egal wie viele, aber hier kann jeder theoretisch seine Meinung dazu sagen und möglicherweise auch zu einer Validierung, Stichwort Qualitätssicherung. Ich habe immer auf die Frage gewartet. Qualitätssicherung ist so wichtig in der Wissenschaft und ich glaube, kein anderes System, was ich bisher zumindest kenne, hat dieses umfassende Angebot von der Idee vom Draft bis hin nachher zu einer Qualitätssicherung in einer transparenten Form durch die Community in einer Plattform zusammengefasst. Das ist vielleicht zu schnell, aber meine schnelle Antwort.